Ja, danke. So, jetzt also mit dem Wissen, dass das unsere Strecke ist, machen wir Folgendes. Wir bauen gleich hier schon mal an. Nehmen gleich das hier vorhandene ran hier. Das würde ich gerne umbasteln. Hier fahren eh keine Züge. Also nehmen wir uns das mal. Können wir abreisen? Ja. Ja, dieses Kuddelmuddel-Gedöns hier, das ist echt. So, nehmen wir den, 74. Bauen doppelt. Also ganz furchtbare Streckengeschichte. Nebenbei nochmal ein paar Punkte ausgeben. Ich drück mal ein bisschen auf für Dings, für Tube. Wir nehmen wieder dasselbe wie vorhin. Muss ja ein bisschen Zeit aufholen jetzt, ne, Leute? Ich muss ja ein bisschen Zeit aufholen. So, zack. Zack. Eingestellt. Zack. Zack. Bumm. Okay, pass auf. Also, London. Brauche auf jeden Fall ein Wartungsdepot. Dann schicken wir schon mal einen Zug los. Own Station. London. Nicht die Iron. Haben wir hier eine Fracht hier? Die G&M American nehme ich dafür. So, haben wir schon mal einen angeschlossen. So, zack, bumm. Wir haben jetzt einen Punkt abgerissen. Nämlich die Straße nach Birmingham. Ah, wir haben echt. Ist das auch unsere? Wie gesagt, ich reiß mal ein bisschen was weg hier, was hier Wahnsinn ist. Dieses Durcheinander geht gar nicht. Oh, von Liverpool. Nehmen wir doch mal die Strecke. Bauen wir das doch mal direkt an, jetzt mal vernünftig. Also dieser Flickenteppich ist ja ein Horror, ey. Für jeden Gleisbauer ist das ein Horror. Dieser Flickenteppich. Frage mich, wie man das so bauen kann. So. Okay, also Manchester haben wir auch. Wo gehen wir denn mit der Strecke hin? Nach Birmingham. Und von da aus dann runter nach London. Okay, es ist ein Wahnsinns Umstand. Na, wir probieren es einfach mal aus. Ohne Umstieg. Als Expresslinie. So, Fahrversorgungsteile müssen wir auch bauen. Zwei Stück. So, jetzt haben wir Birmingham. Und jetzt sehen wir zu, dass wir nach London kommen. Für eine Million knapp. Dass er hier mit Maximalspeed fahren kann für 390.000, das ist okay. Ja, okay, dann müssen wir jetzt einen Durchlauf haben. Na. So,
So, bam. Gucken wir mal, dann sind wir jetzt direkt an London angeschlossen und müssen wir, wie gesagt, jetzt durchfahren können. Gut, passt. Gebäude. Brauchen wir zwischendurch. Ich denke, bei der Menge hier werden sie auf jeden Fall vorher tanken müssen, also Sachen auffüllen müssen. Ich glaube, das haben wir jetzt. Jetzt können wir gucken. Liverpool. Ja, London passt. Okay, wir wählen jetzt unsere Express, die Ivan Duke. Ich nehme davon zwei Maschinen. Oh mein Gott, was ist denn los? Postwagen nehme ich auch mit. Dienstwagen, Kühlwagen braucht man nicht. Das Ganze als Express kostet 300.000. Okay, so. Das haben wir. Der erste Betrieb ist angeschlossen. Jetzt gucken wir noch wegen mehreren Betrieben. Was ist hier? Hier ist auch nochmal Weizen. Oder hier. Müssen wir weitermachen. Können wir das hier abschöpfen? Ja, das können wir abschöpfen. Aber ganz schön knapp hier durch den anderen Bahnhof. Na gut, so kommen wir doch ran. So kriegen wir beides. Die Milch und die Geschichte. Ach, guck dir das an, ey. Wie doof ich hier bauen muss. Das ist ja maximal doof. Das ist ja gar richtig doof. Ja, so komme ich noch nicht mal ran hier. Ja, wir kommen auch nicht raus. Mal, komm mal. Ja, das ist ja echt, ne? Ich muss. Okay. Ich muss uns leider in den sauren Apfel beißen. Und hier durchfahren. So, das ist der. Okay, so, das ist der innere. Der muss nach dem. Ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, auf jeden Fall. 75. Thank you.
Dann haben wir Manchester auch mit angeschlossen. Also Manchester 2. Dann ist das leidige Thema auch erledigt. So. London und Northwestern erhöhen Streckenlänge. Das ist doch schon mal gut. Jetzt fährt er auch los. Okay, jetzt passt das. Alles gut. Super. Zwei sind unterwegs. Das sollte dann auch gleich erledigt sein. Das erste. Gucken wir gerade mal. Er hat ein bisschen weniger jetzt. Das ist klaro. Ja, es wird natürlich reduziert, ne? Wenn jetzt in Oxford wäre natürlich geil, wenn wir uns Oxford noch holen würden. Oder Dover. Die Karte kennen wir ja schon. Könnte man machen. Aber erstmal die Ziele, ne? Unser wichtiges Ziel sind erstmal die Ziele. Nur die Ziele zählen. Wie viel hast du denn dabei? Du hast 10 dabei. Das ist nicht viel. 10 ist nicht viel. Leute. Ja, der erste Expresszug. Bringt uns auch wieder ein bisschen Geld ein. Immerhin 5000. Und die ersten. Und dann muss der nochmal zurückfahren. Und er fährt durch. Also eigentlich müsste es erzählen, ne? Also mal gucken. Können wir uns Manchester, London leisten? London und Northwestern unter Volldampf. Iron Duke erreicht 56 km/h. Alter, okay. Und 23 Leute haben wir transportiert. Das ist gut, das sollten wir packen. Jetzt gucken wir mal, dass wir Manchester irgendwie noch an den Start kriegen. Manchester. Liverpool, da können wir ruhig eine gemischte nehmen. Dann würde ich glatt die Jenny Lind nehmen. 50 km/h. 48. Ja, dann würde ich auf jeden Fall die Jenny Lind nehmen. Okay, pass auf. Müssen wir noch ein Momentchen warten. Manchester, Liverpool. Ja. Müssen warten. Bis der Rest dann mal an Land kommt. Ist jetzt auch geil gemacht mit dem kleinen Tunnel hier an der Ecke. Aber der nächste Expresszug, den lassen wir auch so. Vielleicht machen wir hier in Liverpool, je nachdem was die Aufgabenstellung ist, noch mehr hin. Aber erstmal müssen wir ein bisschen Kapital anbauen. Das ist hier oben. Naja, ihr wisst es. Ich kann es nicht aussprechen. Sorry. Na, er müsste ja gleich da sein. Da kommt er. Auch wieder 5000. 33. Können wir Kohle in die Hand nehmen? Fragezeichen. Könnten wir machen. Nehmen wir das kleinste hier an den Start. Damit wir ein bisschen investieren können. Ich brauche ein bisschen Asche. Permanent Asche. So, wir nehmen die Fracht. Beziehungsweise nein, wir nehmen die Jenny Lind gemischt. Wir sollen dort bei Manchester fahren.
So, was braucht man noch? Birmingham. Dover. Mais. Braucht London Mais? London bräuchte Mais. Okay, pass auf, dann machen wir noch Folgendes. Dann geben wir dem Mais. Dann geben wir dem doch Mais, gehen hier mit auf das Streckenlinks drauf. Gucken wir mal, ob es das ist. Nein, dann gehen wir da so mit drauf. Kostet 1 Million. Warum ist das so teuer? Ach so, wegen dem Tunnel wahrscheinlich wieder. Ja, okay. Wenn man so einen Tunnel hier baut, ist klar. Ganz ehrlich, ich nehme die Steigerung in Kauf. Wir können uns eh nicht mehr leisten, also müssen wir das so ein bisschen basteln. Uns so hin und her basteln, hilft nichts. Lassen das mal offen. Aber da oben, Manchester müsste jetzt eigentlich permanent was bringen. In der Theorie. Okay, ein bisschen Post. Manchester, Liverpool, ein bisschen mehr Passagiere. Immer das Ziel im Auge bei 33,60. Ja, diese 1000 Bahnhöfe hier, was ist denn das hier eigentlich? Das ist ja auch Wahnsinn, guckt euch das mal an, ey. Okay, die flitzen hin und her, bringen ein bisschen was. Immerhin ein bisschen. Acht und sechs, das ist nicht viel. Das ist für meinen Geschmack zu wenig. Viel zu wenig. $94.000. Wir haben echt nicht viel Kohle, ne? Aber wir werden dann auch. Jetzt kommen, fahren die gleichzeitig. Der fährt jetzt sogar ohne noch ein Milch. Ist jetzt nicht so der Burner. Der hier nervt. Oh, wir haben wieder einen Punkt. Das ist gut. In der Forschung. Wie weit sind wir denn jetzt hier? Immer noch 33,60. Brauchen wir eine Lagerhalle? Fragezeichen. Warten noch mal ab. Wir warten noch mal ab. Aber drei Züge fahren gleichzeitig los. 19. So, mal ganz kurz gucken. Birmingham, Manchester. Könnten wir natürlich auch was losreißen. Sieht's aus. Was braucht Liverpool? Braucht Liverpool Zucker? Braucht Liverpool Zucker? Glaube nicht. Wir bräuchten Mais. Obwohl Zucker. Könnte man auch machen. Das betrachten Sie also als abgeschlossen? Na gut. Ich sehe, Sie haben aus diesem verworrenen Nonsens ein kohärentes Netz erschaffen. Gut, damit haben Sie zumindest meine ersten Erwartungen nicht enttäuscht. Jetzt ruhen Sie sich aber mal nicht auf Ihren Lorbeeren aus. Es gilt, diesen Erfolg zu konsolidieren.
Boah, Alter, ey. Okay, warte mal jetzt. Okay, so 90% der Reisen von London nach Dover den Zug nutzen. Okay, Dover ist jetzt das nächste Ziel. Alter, ey. Dover. Und das Ganze bis Dezember 46. Alter, der hat auch einen straffen Zeitplan. Ja, meine Fresse. Dover. 155.000. Das ist ein bisschen viel. Okay, Dover. Dover. Okay, alles klar. Gleisbau. Ja, kostet 47.000. Okay, wir müssen ein bisschen... Also Dover ist das nächste Ziel. Wahrscheinlich am besten über die Owen Station durchfahren. Waren kommen ja an. Alter, wir wissen... Wie gesagt, ein verwirrendes Zeugs hier. Am liebsten würde ich ja alles Mögliche abreißen, was nur irgendwie geht. Wie sieht's aus? Manchester bringt ein bisschen was. Ist nicht viel. Aber Liverpool hier oben, Holz wäre ganz geil. Haben wir hier irgendwo Holz noch? Hier wäre noch Holz in Bristol. Ich müsste noch eins holen. Um Dover klar zu machen. Das ist ja echt. Ja, Dover ist geschrumpft, das ist schlecht. Ja, wir gehen über unsere Station für 60.000. Mal machen es mal anders. Wir machen es von hier aus. Wir gehen mal mit dem los. ...600.000. Ja, nee, ist klar. Blöde Tunnelgeschichte hier. Das ist ja zum Kotzen. Das an Kohle kostet, das ist echt nicht normal. Ja, guck dir das an, wie doof das hier ist, ey. Mal an, wie beknackt man hier bauen muss, weil der seinen Scheiß hier im Weg hat. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Das ist so doof. Guck dir mal an, was du für einen riesen Umweg fahren musst, nur um daran vorbeizukommen. Aber es hilft ja nichts.
Und man kann es doch nicht mal das Ding hier setzen. Das ist ja mehr als... schlimm. Nur ist besser. Ja, warte mal kurz. Also es geht. Ihr habt es gerade gesehen. So, warte mal kurz. Gucken, ob wir irgendwie hier doch noch runterkommen. Ach ja, das Leid eines Eisenbahnpioniers. Ach, es ist so zum Mäusemelken. Ich will jetzt aber nicht auch einschienig befahren. Aber so wie ich die Sache sehe. Müssen wir das machen. Aber ich will das nicht.